Zockermade. Hallöchen, ihr kleinen Zockermaden. Hier ist eure Zockermade mit dem Dominator-LP. Hallöchen. Ja, wir wollen nochmal Passing Pineview Forest zocken hier. Aber wir machen unseren eigenen Multiplayer hier. Er spielt zu Hause, ich spiele zu Hause. Webcam aufnehmen, ab geht die Luzi. Und jetzt wollen wir eine kleine Challenge draus machen. Mal gucken, wer weiterkommt. Er hat es ja schon mal heimlich durchgespielt. Müsste auch online sein bei ihm mittlerweile. Nee, kommt demnächst. Okay. Aber ja, muss online sein, ja. Also wenn die Folge kommt, dann ja. Ja, super, also ich freue mich. Dann gucken wir mal, ich schleiche mal. Ich habe es ja nicht geschafft letztes Mal. Ich habe gedacht, da kommt nichts mehr, aber Dominator hat mich eines Besseren belehrt. Ich soll nochmal spielen. Also wir laufen ja eigentlich zu dem Haus, wo wir das Pineview Drive spielen. Ach so, okay. Wir kommen dann dort später halt an dem Schild. Sehr geil. Und, ja. Ja, wollen wir losrennen jetzt oder bist du los? Ja, ich renne. Also okay. Bis zu den ersten Häusern passiert ja nichts. Ja, okay. Also kann ich ganz locker flockig durchrennen. Ja? Genau. Wir sollten halt aber gucken, dass wir immer etwa gleich weit sind. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, treffen wir uns am Haus, okay? Genau. Verwendest du eigentlich die Taschenlampe oder nicht? Also Taschenlampe? Oh, ich habe eine Taschenlampe. Ja, hast du es nicht gewusst? Nee, ich glaube, letztes Mal, nee, habe ich glaube ich nicht angemacht, glaube ich nicht. Ja, bei Pandoria war das ja auch so, die sind Ewigkeiten ohne rumgelaufen. Oh, das ist doch cool, dann habe ich eine Taschenlampe, ey. Wir können auch springen. Ja, springen, das habe ich rausgefunden, ja, das fand ich cool. Ich rolle eigentlich immer auf Deutsch gesagt mit dem Kopf über die komplette Tastatur und guck, ob da irgendwelche Tasten belegt sind. Also. Ja, das ist eine gute Sache. Ja, ich hatte mich so an einen Pinefield Drive gewöhnt. Ich habe es erst gar nicht ausprobiert. Ich kam da so zufällig drauf. Ich so, warte mal, kann ich hier springen? Ja. Nee, also ich fand es echt cool, wo er es gemacht hat. Also, du hast dir die Hände gesehen gehabt, die von hinten kommen. Ja, oh nein. Ich hoffe, die kriegen. Oh. Gott, ich habe mich dahingestellt gehabt. Und ich habe den kompletten Tee, den ich immer trinke, über meinen kompletten Schreibtisch geleert. Du Scheiße. Ja, das war so heftig. Ja, ich wusste es ja auch, was kommt. Ich wusste ja, dass das mit den... Ich höre gerade ein Geraschel hier. Okay. Ich wusste, dass das ja auch kommt. Ich habe mich trotzdem so erschrocken. Also, ich bin jetzt beim Brunnen. Okay, Moment. Ich bin auch gleich da. Oh, ich habe gerade dieses laute Geräusch von Pineview Drive. Ja, ich auch. Und Alter, ich höre ein Geraschel. Oh, ich auch, ja. Ja, also ich stehe auch am Brunnen und hier raschelt es wie Hulle. Okay, ich gehe mal kurz in das Haus. Moment, wenn der Brunnen direkt vor dir steht. Also das Haus, wo halt näher dran ist hier. Also jetzt, ja. Also, warte, welches Haus? Also dort, da, wo die Schaukel ist. Die Schaukeln? Ja, genau dort, wo die Schaukel ist. Okay. Da war ja der Bug drin, das kann man bei mir sehen, dass du aus den Fenstern rausgeflogen bist. Also. Ach so, okay. Ich komme in die Treppe gerade nicht hoch. Ah doch, alles klar. Ja, er musste springen. Da war irgendein Fehler in dem drin. In dem Haus oder in den Häusern. Hat ja der André rausgemacht gehabt. Okay. Also die Baby- oder Alien-Kotze da auf dem Tisch ist schon unheimlich. Ja, ich habe ich habe das eine andere Vermutung gehabt. Dass da ein junger Erwachsener liegt und Langeweile hatte. Ach so, okay. Aber die Geräuschkulisse ist echt der Hammer. Oh, wenn wirklich? Man dann Pineview Drive gespielt hat. Echt heftig. Schade finde ich, dass man hier manchmal an den Stufen hängen bleibt. Ja, das ist ein bisschen nervig. Aber ja gut, ist halt eine Tech-Demo, so immer zu zeigen, okay. Aber ich muss sagen, für eine Tech-Demo ist das trotzdem echt gruselig. Die Stimmung, das hat er drauf, Alter. Das muss ich echt sagen. Ja. Ich meine, Pineview Drive war ja das erste Horrorspiel, wo die gemacht haben. Machen ja sonst nur diese Simulatoren. Ah ja, stimmt. Dieser Feuerwehrsimulator war irgendwie das letzte große Projekt. Ne? Ja, ich bin aus dem Haus wieder raus. Bist du auch wieder raus, oder? Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach draußen. Hm? Also ich weiß nicht, was er noch geändert hat. Ich habe zwar mal beim PayZ reingeguckt gehabt. Hm? Der hat ja mit der Rift gespielt beim André direkt im Büro. Ja, das ist schon heftig. Hab dann halt geguckt, dass ich mit dem Spoiler... Ich bin jetzt gerade mal ins andere Haus dran. Okay, ja, worauf geh ich auch mal rein dann. Die Ritter sind unheimlich. Die Tische und Stühle sind ja für Riesen gemacht. Ja, die sind voll klein. Aber wirklich, entweder bin ich ein Zwerg oder ich bin ein kleiner Junge oder ich weiß es nicht. Aber das ist, glaube ich, auch jedem aufgefallen. Die haben auch so ein paar Videos dazu angeguckt von anderen Let's-Playern und das ist allen aufgefallen, vor allen Dingen das Riesenklo, das Riesenscheißhaus. Ja, ja. Die Badewanne sieht auch schon benutzt aus und ruiniert.
Oh, hat der neue Bettlaken drauf? Das sieht so schön aus jetzt. Wo, wo? In dem Schlafzimmer oben? Ja. Sieht anders aus, glaube ich. Und man fällt nicht zu den Fenstern raus. Wunderbar. Das ist irgendwie voll unheimlich. Das ist auch, ey. Aber immer schön, dass man das mal zusammenspielt. Dann ist das nicht ganz so krass gerade. Ich weiß nicht, das Pineview Drive hätte ich auch liebend gerne mit jemandem gespielt. Ey, das wäre so geil. Das wäre bestimmt richtig geil gewesen. Also ich stehe wieder draußen vor den Häusern. Okay, ich komme. Ich bin auch draußen. Okay. Und, ich laufe mal langsam weiter. Ja, ich auch. Ich glaube, bis zur Kapelle sollte, glaube ich, nichts passieren. Ja, ich habe bis zur Kapelle alles geschafft und kurz danach wurde ich dann gecasht. Genau. Aber man soll ja auch nicht rennen oder irgendwas, ne? Ich weiß nicht, auf was das hier achtet. Taschenlampe solltest du nicht anhaben. Okay, ist aus. Rennen auch nicht. Also ich habe die eh aufgegeben. Ohne Taschenlampe fühle ich mehr. Alter. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Wenn es rascheln sollte, einfach nur stehen bleiben. Okay, weder die Maus bewegen, noch was anderes. Alles klar, okay. Weil bei Pineview Drive war es ja so, wegen dem Erkennen und alles, dass du dann erschreckst, da sollte man ja stur die Bewegung einfach weitermachen, wie man gerade gemacht hat. Genau. Ne? Also hier, kleiner Tipp für euch, ne? Wenn ihr das noch spielen solltet. Dich verfolgt ja irgendeine Gestalt. Also, ja. Und deswegen, wenn du dich nicht bewegst, bist du im Prinzip unsichtbar. Ah. So, nach dem Sinne halt. Magic. Ich habe Angst, dass der Clown hier wartet. Der scheiß Clown. Ich habe ihn gehasst. Die Lache ist so übel. Ja. Nichts ahnen, gehst du in den Raum rein. Ja, und das ist doch auf dem Schrank, der Penner. Ehrlich, ey. Genau. Das ist echt mies, ey. So, ich höre nichts rascheln, das ist schon mal gut. Ich höre hin und wieder mal was rascheln. Das ist bei dir und nicht bei mir. Ja, ich. Ich will aber nicht sterben. Hier, ich bin jetzt bei der Weggabelung. Okay. Oh Gott, ich habe gerade die Clownsnase gehört. Ja. Die Tute da. Sollte das auch irgendwas oder leitet das irgendwas ein oder? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall neu. Ich habe es auch gehört. Ich bin jetzt hier bei dieser ersten Gabelung. Ich bin gleich bei der Kapelle. Ich habe es gerade schon gehört. Okay. Gott, nein, der Clown. Einfach stehen bleiben, sagst du, ja? Ja, wenn es halt raschelt. Okay. Im Normalfall ab der Kapelle. Ja, okay, ich bin bei der Kapelle, da warte ich jetzt mal, ja? Ja, ich laufe mal ein bisschen schneller. Ich hoffe mal, es erwischt mich nicht. Ja, ich drücke die Daumen. Ja. Oh, ich bin auch bei der Kapelle. Okay. Moment, ich stehe davor. Okay. Ich auch, okay. Oh Gott, nochmal die Tröte vom Clown. Gemein. Und weiter geht's. Ich lauf dann mal weiter, ja. Ja, okay, ja. Mal gucken, wie es zuerst erwischt. Nee, ich auch nicht. Hab ich die ganze Zeit schon nicht mehr gemacht. Ich hab Schiss. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich muss dem André mal vorschlagen, dass er den Xbox-Controller irgendwie integrieren soll. Dass man mit dem spielen kann. Ja, das wäre auch cool. Ich hab die Clownsnase gehört. Ja. Ja, das wäre auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ich hab keinen, aber soll ja mal geil sein mit dem Ding. Ich finde es halt gut, weil wenn du nicht schießen musst, ich bin jetzt neben dieser komischen Statue. Ja, ich auch, die kenne ich noch gar nicht, also weit bin ich gar nicht gekommen. Okay, ich meine, ich stand mal vor der, hab die Taschenlampe angehabt und wurde von hinten getascht, also... Okay. Ja. Okay, ja, ich hoffe, ich schaff's, ey. Gott, die Clown, super. Ich hab's raschen gehört. Oh, Alter. Diese Musik, heftig. Die macht einen irre, ey. Diese Musik. Ja, das ist heftig. Das ist Vogelscheuche. Ich bin bei der Vogelscheuche. Ich auch. Oh, alles alte Bekannte. Ja. Dann gehe ich links rum. Ja. Okay, ich laufe rechts. Also, wer den rechten Weg sehen will, guckt bei Dominator rein. Genau. Wer den linken sehen will, guckt bei mir rein. Richtig heftig. Oh. Man hört das Rascheln auch nicht immer, wegen der lauten Kulisse von der Musik. Okay. Das ist echt Clown. Oh.
Man geht ja wirklich nur durch den Wald. Also hier, es passiert ja jetzt nicht so viel. Aber es ist trotzdem atmosphärisch hoch 5, ehrlich, ey. Oh ja. Einfache Mittel, aber die wirken, ey. Wirklich. Ja. Ich meine, die Grafik ist eigentlich schon relativ geil, wenn man mal so sagen darf. Ja. Eigentlich schon ziemlich gut gemacht. Oh, Alter. Ich freue mich schon auf weitere Horrorprojekte von Withgames, also. Ja, ich auch. Das war ja schon geil. Ja, ich habe ihn mal drauf angesprochen gehabt wegen Multiplayer. Mhm, und? Hat er gemeint, ja, hat er auch schon mal drüber überlegt gehabt, irgendwie sowas in der Richtung. Aber es halt von der Umsetzung. Ah! Fuck! Oh! Jetzt hab ich mich so konzentriert, dass du sagst. Ich mich jetzt erwischt. Oh. Okay. Kacke. Soll ich mich auch erwischen lassen? Ja, wollen wir nochmal von vorne durchziehen? Aha. Okay, da ist eine Krone im Wald. Okay. Eine komische Statue. Ach, das ist auf der anderen Seite. Aber ich habe kein Rascheln mehr. Okay. Ah, nee, das ist dieser komische König. Und gleich kommt er bei mir von hinten. Hat er dich? Hat er dich? Nein. Ich höre es nur rascheln. Okay, ich gehe schon mal, ins Spiel rein. Okay, er rennt. Ah, nee. Kacke, Mann, das ist mir auch schocken. Oh Gott. Hast du dich auch schocken? Ja, ich glaube, er hat die Hände ja heller gemacht. Ach so, okay. Ja, die sind, boah, Game over. So, Leute, bei mir sieht aber kurz das Pause-Menü. Oh Mann. Alter, ich erschrecke mich wirklich, dieser. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Ich bin auch ein Schisser. Ich, genau wie bei The Evil Within, da habe ich auch gemeint, boah, mir fehlen die Jumpscares. Auf einmal kam einer nach dem anderen. Oh, ehrlich? Ja, ja. Das war schon ein bisschen gemein. Ich kann ja schon mal zum Haus rennen, ne? Da bis dahin passiert ja nichts. Ja, ich renne auch. Okay. Naja, zum Haus nicht. Zur Kapelle eigentlich auch nicht. Ja, dann renne ich bis zur Kapelle. Passt das, oder? Genau, ich renne hinterher. Alter. Vor allem, ich habe die ganze Zeit, das achte drauf, denk an diese Hände. Ich habe da nicht mehr dran gedacht, jetzt, als ich dir zugehört habe, da noch diesen Heuhaufen gesehen, den habe ich mir angeguckt und auf einmal, ey, scheiße. Richtig übel. Oh, je, oh, je, oh, je. Achso, was war mit dem Multiplayer? Das hat er nochmal nachgedacht? Ja, ist halt von der Umsetzung her nochmal ein bisschen aufwendiger und nicht ganz so einfach umzusetzen wie jetzt ein Singleplayer. Oh, wir schießen, André, sieh zu. Naja, ich denke mal, vielleicht mal was da in der Richtung kommt. Ja. Ich würde mal sagen, sollen auf jeden Fall nochmal ein zweites Horror-Game machen. Mhm, auf jeden Fall. Und dann können wir da, ich weiß ja nicht, was da genau ist, könnten wir eventuell auch im Multiplayer in Anführungsstrichen machen. Ja, können wir auch machen. Ja. Wenn es machbar ist so, also auf jeden Fall. Kommt halt drauf an, was er da genau dann macht. Ja, ich höre es ja geraschelt, aber hier passiert ja nichts. Ey, so eine Scheiße, ey. Was richtig gemein war bei, ich weiß nicht, du hast meine Pineview Drive Videos nicht gesehen, oder? Nein, noch nicht gesehen, nee. Nee. Da habe ich erzählt gehabt, dass die Türen dafür da sind, dass halt diese Jumpscares im Prinzip ausgelöst werden. Okay. Das ist ja immer, wenn du eine Tür aufmachst, dann wird irgendwie so ein Punkt gesetzt, wo dann halt irgendwie so ein Jumpscare passieren kann. Ja. Habe ich gerade genau darüber geredet, mach die Tür auf, auf einmal steht Linda in der Tür drin. Ach ja, ja, das hatte ich auch. Das war heftig, ey. Genau, heftig. Da habe ich mich wirklich richtig erschreckt. Das war... Also ich habe ein erstes, ich muss mal sagen, mein erstes Horrorspiel, was ich so hier gespielt habe, seit langer Zeit auch wieder, das war Slender. Ich habe das immer so am Rand mitbekommen. The Arrival. Okay. Ey, das scheiß Vieh, ich hatte so einen Schiss. Echt, für jede Aufnahme, ich musste mich echt überwinden, jetzt mich hier im Dunkeln hinzusetzen und das zu spielen, Alter. Das war echt nicht einfach. Ja, das glaube ich dir. Habe ich bei mir auch auf der Liste drauf, aber... Kannst du empfehlen. Ja, ja, ich weiß. Ich hab's bei mir auch mal gekauft gehabt, als es günstiger war. Ja. Oh Gott, das Geraschel ist so widerlich. Ich hab immer Angst, dass da gleich kommt. Ja, ich auch, ey. So, oh, Clowns Nase gehört hier, oder Clowns Hupe. So, ich bin an der Kapelle. Ich bleib jetzt mal hier mal stehen. Ich bin auch gleich da. Ich hab's bei mir auf der Liste. Ja, ich bin jetzt auch da.
Ich hab's auf der Liste bei mir, aber ich muss mal gucken. Ich will es nicht alleine spielen, weil das ja richtig heftig sein soll. Ja, aber muss ich drauf einlassen. Ich hatte jetzt eine andere YouTuberin, eine Let's Playerin, die hat das bei mir gesehen, hat sich das dann daher auch geholt, das auch Let's Played. Die fand das rotzen langweilig, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, die hat da Tageslicht. Ja, wenn ich im Hellen da hinsetze, dann ist das auch nicht so schlimm. Da, da muss man sich schon wirklich im Dunkeln mit Kopfhörern hinsetzen, aber dann geht's auch ab. Ich habe das auch einem vorgeschlagen, er soll mal die Demo spielen, spielt bis zu den Häusern und meint, da passiert nichts, das ist langweilig. Da hat PT, dieser Trailer, hat da wesentliche bessere Optik und so weiter, wo ich dann nur gemeint habe, das Spiel spielt mit Atmosphäre. Ja. Und wenn du bis zu den Häusern spielst, da passiert noch nichts, also ja. Also ich stehe jetzt an der ersten Startkante und kann mich nicht bewegen, weil es ständig raschelt. Ach, du bist schon weitergegangen? Ich dachte, ich habe... Ja. Ach so, ja, habe ich nicht, eigentlich nicht geschnallt. Okay, ja, kein Problem. Ich habe an der Kapelle gewartet. Ja gut, dann komme ich jetzt. Und komme. Ich warte mal an der Statue. Ja. Ich sehe sie schon, die Statue, also ich bin auch gleich da. Ich schaue sie an mit ihrem... Ja. Ohne Körper. Ja, das ist schon geil aus, die Statue, ne? Was sie sich so einfallen lassen, wenn manche Leute... Das ist echt cool. Dass der Kopf mal allein die Hälfte von der Gesamtgröße ausmacht. Ja, ja. So, ich bin auch an der Statue. Okay. Dann gleich weiter? Dann laufe ich mal weiter. Ja, wie fandest du jetzt? Pine Fluff hat dir anscheinend auch so gut gefallen, ja, wie mir. War relativ geil, hat Spaß gemacht, außer am letzten Tag, da habe ich mich richtig drüber abgefuckt. Wenn du unten in den Katakomben bist, ne? Ja. Dir zieht es Lebensenergie ab, obwohl du dich nicht erschreckst, obwohl du weitermachst wie bisher. Ich bin jetzt bei der Scheuche und laufe diesmal links rum. Dann gehe ich rechts. Okay. Oh Gott, die Scheuche hat sich gerade bewegt. Das kam zumindest Geräusche. Nee, da habe ich mich halt über den letzten Tag total abgefuckt gehabt, weil ich bin auf Linda zugelaufen, einfach gelaufen, zack, hat es mir Lebensenergie abgezogen. Und dann bin ich auch gestorben und hatte dann eigentlich keinen Bock mehr und... Aber ansonsten das raschelt hier ohne Ende. Sorry. Ja, kein Problem. Ah! Ah! Kacke, Mann. Geh einfach weiter, ich komme da jetzt hin ganz schnell. Okay. Ich warte einfach so, ja, okay, an der Scheuche warten ist blöd. Das gibt's doch gar nicht, was mache ich denn? Ich halt doch immer an. Oder soll ich einfach stur weitergehen? Nee, ne? Anhalten, sagst du. Oh je, oh je. Kacke. Ja, der letzte Tag, der hat mir auch nicht so gefallen. Also, was... Ja, das... Ja, sollte ja auch so ein bisschen anders sein, aber... Ich war froh, dass ich dieses Special gemacht habe dazu. Mhm. Es war richtig geil. Also, es hat mir der André ja gesagt gehabt hier. Fand er richtig cool, habe ich mal reingeguckt und habe gedacht, ach komm, kommentieren wir mal bei dir. Ja. Und... Oh Gott. Die Vogelscheuche. Ach so, okay. Ich kann irgendwie in sie rein... In sie rein? Ja, wenn ich auf sie zulaufe und zack durch. Habe ich mal bei dir halt reingeguckt und hab gedacht, richtig geil gemacht, also. Ja, danke. Hat auch Spaß gemacht, war zwar ein bisschen Arbeit dann, aber hat echt Spaß gemacht. Ja, mit der Maske spielen war aber auch nicht unbedingt angenehm, oder? Nee, ich hab's, Leute, ihr habt nur einen Versuch gesehen. Ich hab das dreimal probiert, bevor ich das geschafft habe, durchzuspielen. Also, ich saß da drei Runden mit der Maske. Oh je, oh je. Ja, aber nee, so an sich war das Spiel cool, aber irgendwann habe ich es durchschaut. Und da hätte so ab nach der Hälfte, so, sag mal, das letzte Drittel, da hätte nochmal irgendwas kommen müssen, irgendein Knaller. Ja. So, das. Es war dann halt irgendwie immer die gleichen Sachen, fand ich dann. Ja. Also, es war echt gut gemacht für das erste Spiel, also erste Horrorspiel, aber boah, ausbaufähig auf jeden Fall. Also. War richtig geil. Ich freue mich echt auf die nächsten Spiele von dir. Ja. Oh, hier passiert ja nichts, okay. Also ich warte hier an der Scheuche und guck sie an. Ja, alles da. Bleibst dann immer stehen, wenn das raschelt gleich, ja? Kurz stehen bleiben, genau, dann geht's so weiter. Sofort stehen bleiben, auch nicht die Maus bewegen, nichts, einfach. Und dann direkt, Hände kannst du dann direkt quasi hoch. Nur kurz, ganz kurz stehen bleiben und... Kannst du dann weitergehen? Warten, oder? Bis es aufhört zu rascheln und dann darfst du weiterlaufen. Okay. Und manchmal raschelt das, ein, zwei Sekunden Pause und raschelt wieder. Also. Also dann ruhig ein bisschen länger warten einfach. Genau. Ah, das habe ich nicht gemacht. Das heißt, du solltest dich relativ langsam durchbewegen. Ja.
Ja. Kriegt er schon hin, ja, das muss doch zu schaffen sein. Du, mal eine andere Frage. Frag ja? mal, wie findest du The Evil Within? Ja, ich habe die ersten zwei Folgen ja da aufgenommen gehabt. Da habe ich erstmal kurz pausiert, weil ich Pineview Drive weitermachen wollte. Und okay. Ich Pineview Drive aber auch einfach mehr Bock drauf hatte. Das hat mich nicht gezogen, das Spiel am Anfang. Wirklich nicht. The Evil Within, okay. Das muss ich echt sagen. Aber jetzt nach ein paar Folgen gefällt es mir besser. Ich habe mir aber mehr erwartet. Ich habe mir irgendwie was anderes darunter vorgestellt. Mehr Schreckmomente irgendwie gleich direkt. Irgendwie, das ist mehr nur eklig, sieht zwar cool aus. Ich finde, das ist irgendwie mehr Richtung Ego-Shooter gegangen. Also, ja. Ich habe da eigentlich gedacht, dass da mehr so Jumpscares mit reinkommen oder so, aber ja, schlecht ist es nicht gemacht. Ich habe mich auch schon drüber abgefuckt gehabt. Okay. Es gab da dort, ich weiß nicht, wie weit du bist, da musst du doch irgendwo am Friedhof so durch, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ob. Ne, du bist, glaube ich, noch nicht so weit, oder? Nee, ich bin jetzt noch in diesem Dorf da, das erste Dorf da. Okay. Da bin ich jetzt quasi durch. Ein paar Sachen, da ist dann der Joseph, also der Mann von den drei Charakteren ganz am Anfang. Statt dass der erschießt, steht er, die Monster rennen rum und steht rum und schießt nicht wirklich. Okay. Das sind dann so Sachen, wo ich dann so gedacht habe, so verdammt, ich hätte da ruhig mal, dass er mir helfen kann, weißt? Ja. Das war schon ein bisschen mies, also, aber an sich finde ich es eigentlich schon gar nicht schlecht. Also, ja, also wie gesagt, ich wollte das nicht, ich finde es gut, also macht Spaß auch zu spielen jetzt, aber ich hatte echt eine ganz andere Erwartung, ne, weil sie es auch so gehypt haben. Aber ist trotzdem auch geil. Ja, auf jeden Fall. Und Alien Isolation kann ich dir definitiv ans Herz legen. Okay. Hat auch Spaß. Da wusste ich jetzt nicht. Hab zwar die Alien-Filme gesehen, war auch Fan eigentlich. Mhm. Aber bei dem Spiel wusste ich jetzt nicht, ob ich es mir holen sollte. Da habe ich es halt bei dir gesehen. Relativ. Der hat übrigens ein geiles LP, Leute. Guckt es euch mal an. Ja, genau. Bei mir vorbei. Und er hat auch ziemlich gute Let's Plays. Also schaut mal bei ihm vorbei. Ja. Gibt dich auch sehr, sehr viel Mühe. Ja, danke. Bitte. Oh. Und, wo bist du? Vogelscheuch. Achso, Vogelscheuch ist jetzt hinter mir, gerade. Ach, kannst weitergehen. Ich bin gerade vorbei. Ich bin gerade dran vorbei, ja. Sag doch was, Mensch. Ja, ich hab immer aufs Rascheln gehört. Ich bin so konzentriert. Okay. Ich glaube, wir sollten hier auch mehr aufs Rascheln gucken. Also hören, schauen, machen. Bist jetzt auch weitergegangen, ja? Dann gehe ich jetzt auch weiter. Hm? Genau. Geh halt wieder links rum. Ja, ich bin jetzt auch links, ja. Straight durch, ey. Kacke, ey. Das ist richtig. Jetzt will man es schaffen, Alter. Jetzt will man es schaffen. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neuen Features, die er mit reingemacht hat. Ich bin gespannt. Ich weiß es gar nicht, was da jetzt drin ist. Ich weiß es auch nicht, also. Ich glaube aber, dass der Clown mit drin ist. Wir hören es ja tuten. Ja. Ja. Oh, solche Framerate-Einbrüche, was ist los hier? Okay, hier geht gerade gar nichts mehr. So. Okay. Ich laufe hier gerade mit 3 Frames durch die Gegend. Oha. Wieso das? Weiß ich nicht. Festplatte voll. Nee. Da habe ich noch 1,5 Terabyte frei. Okay. Oh Gott, raschel. Okay, was ist los hier? Okay, ich werde einfach mal hier versuchen weiterzuspielen und ja, ich lebe noch, also. Okay. Aber es raschelt die ganze Zeit. Ich lebe auch noch, es ist aber hier mehr 3 Frames halt, ne? Okay, schlecht. Ich bin jetzt hier an der Krone. An der Krone? Ja, mit diesen, also diese Statue mit der Krone da drauf. Bist du links rum gelaufen? Ja. Okay, da bin ich jetzt auch gerade vorbei. Bin ich hier neben dem Baumstumpf, der hier. Warum ist das jetzt so? Tut mir leid, Leute, aber ich weiß. Jetzt, ja, ist wieder da. Ich bin wieder da, voll mit 60 Frames, 30 Frames Aufnahme, alles schick. Ah, machst du auch 60, 30? Ja. Okay. Ich bin jetzt gerade am Baumstumpf vorbei. Ja, ich auch, alles klar. Okay. Es gibt da so ein Spiel, das nennt sich Damned oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Pandoria hat das gespielt. Ja, spielt okay. Das hin und wieder mal. Das ist so ein Horrorspiel.
Einer spielt halt von den Leuten ein Monster und die anderen spielen halt im Prinzip die, wovor Monster weglaufen. Mhm. Das kann man halt zusammenspielen, ist ein Horrorspiel. Also, ja. Wenn du da mal Interesse hättest. Klar, ich guck's mal an. Leute finden. Na klar, ich guck's mal an. Ich hab noch einen Kumpel, der macht jetzt auch Let's Plays. Okay. Der macht das eigentlich auch. Das habe ich, glaube ich, einen Link mal geschickt. Ich weiß nicht, ob du mal reingeguckt hast. Kann sein, ja. Ich krieg momentan ziemlich viele Links. Okay. Ja. Also der ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Bin jetzt hier neben diesem kleinen Häuschen. Ja, ich auch. Okay. Okay. Den könnte man auch nochmal anhauen dann dafür. Ich denke mal, der würde auch gerne mitmachen. Mhm. Ich muss mal gucken, wegen was es kostet und ja, genau. Also prinzipiell bin ich für das Play zu gestern immer zu haben. Ja. Ja auch. Mit dir klappt das ja ganz gut hier, muss ich sagen. Ja. Macht Spaß. Dann ist ja gut, danke. Du hast, glaube ich, noch nicht so viele Let's Play Togethers gemacht, ne? Nee, ich hatte mal ganz am Anfang, wo ich noch mein Schimmel-Headset hatte und so, und gesagt habe, mir, hier komm, ich mach mal ein paar Dinger hier und habe mit Freunden angespielt, sind auch nicht so gut. Also die Soundqualität und so, muss ich jetzt sagen. Weil damals nicht so drauf geachtet. Ich bin jetzt hier an dem Übergang zwischen den zwei Felsen. Ja, ich auch. Okay, ich geh jetzt rüber hier. Ja. Du musst da drüber balancieren, ne? Wie geht das? Einfach nur gehen. Einfach nur gehen und okay, nicht runterfallen. Nicht. Okay. So, ups, runtergefallen, nein. Okay. Oh, Alter, ich bin da drüben. Okay, ich bin drüben. Ich auch. Jetzt würde ich das Ding hier einfach wegkippen, dass er nämlich nicht hinterherkommt, der Penner. Ja. Das wäre nicht schlecht. Mit seinen kleinen Schimmelfingern, na ey, die man ins Gesicht drückt. Oh Gott, der hat hier neue Geräusche eingebaut, glaube ich. Das ist auf jeden Fall interessant, ja. Das ist voll cool, dass er das irgendwie so weitermacht hier so. Ein bisschen weiterentwickelt. Wenn es eine Version 1.2 gibt, dann machen wir die auch nochmal. Können wir gerne machen. Alter, ist das geil. Es raschelt gar nicht mehr. Nee, bei mir auch nicht. Vielleicht haben wir ihn abgehängt. Oder keinen Bock mehr. Okay, ich laufe jetzt durch so eine komische Türe durch. Ja, hier, genau, so eine Mauer, so eine Mauer, ja, so ein... Ah! Mauerbruch, bist du tot? Oh, Alter! Der Clown hat war das der Clown bei dir auch? Ja. Okay, aber bist... Aber lebst du noch, ne? Ja, ich lebe noch. Ja, okay, ich auch. Ach, du Scheiße. Und es raschelt die ganze Zeit. Oh, Kacke, Alter. Aber ich hab den gar nicht gesehen von der anderen Seite. Ich hab den Clown gar nicht gesehen, ich hab mich gar nicht umgedreht, Alter. Ich hab mich aus Versehen jetzt gerade, wo ich mich verjagt hab. Gott, zum Glück habe ich den Tee nicht umgeschüttet. Scheiße. Okay, er hat den Clown eingebaut. Das ist schon mal geil. Okay, ich lauf mal weiter. Ja. Also ich bin auch schon weitergegangen jetzt hier. Ich habe einen Schiss. Ey. Oh, hat mich aber auch erschreckt, ne? Ja, hab ich auch. Ich hab gesagt, oh Gott, was ist da los? Und dann kurz danach hat er bei mir hier geschrien. Oh. Der Clown. Hier, fies. Oh, halt. Es raschelt. Ach so, ich hab grad gedacht, hey, was? verdammt. Oh. Alter Penner, wie viel Wege fängst du an zu rascheln? Ja, ja, ist gemein. Ah, er hat mich. Nein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin stehen geblieben. Bin ich zu lange stehen bleiben? Okay, guck mal, wie weit du kommst. Ich glaube, es geht aber nicht mehr lange. Boah, ey, ich hab mich so verjagt bei dem Clown. Das ist richtig gemein. Ich glaube, ich sehe das Ende. Okay. Du bist kurz vorm Ende scheinbar gestorben. Ja. Oder? Ist es das Ende? Da war so ein Häuschen, habe ich noch von Weitem also da gesehen. Das war irgendwie links ein Häuschen. So. Nee, okay, ist doch noch nicht das Ende. Oh, Alter, ehrlich nicht? Nee, aber es sollte eigentlich bald kommen. Okay, ja, spiel einfach weiter. Und notfalls, wenn du dann schon durch bist, dann ist das halt so. Oh, da gibt es nochmal eine Weggabelung. Oh, Kacke, Mann. Boah, aber der Clown ist richtig gemein. Ja. Also, vielleicht schaffe ich es da zu rennen. Vielleicht schaffe ich es da durchzurennen. Ich renne jetzt einfach nochmal. Wir spielen das so lange, bis du es schaffst jetzt. Vielleicht schaffst du es ja. Ich hab's im Normalfall eigentlich gleich durch, hoffe ich. Hoffe ich. Bitte. Oh je, oh je. Alter. Ey Leute, das ist nur eine Tech-Demo. Echt eine schimmelige Tech-Demo. Aber ich kack mich hier ein, das geht gar nicht. Oh Gott. Hör auf zu rascheln.
Raschel, raschel. Ich habe mir das irgendwie angewöhnt, bei Pineview Drive immer die Hände schnell hochzumachen, dass ich ja nichts drücke, ne? Ja, genau, das, ich auch. Das wirkt sich bei mir aber auch bei anderen Horrorspielen aus, dass ich dann schnell die Hände wegmache, obwohl es bei nicht allen gut ist. Also. Okay. Das ist manchmal schon ein bisschen gemein. Oh Gott, hör auf zu rascheln. Ey, soll ich die fiese Wesen? Ich konnte gar nichts machen mehr. Kannst du nicht sehen, rascheln? Nochmal mal raschel, raschel. Stehen geblieben. Kurz gewartet, nichts passiert. Einfach nur weitergegangen und schon wieder raschel, raschel. Man soll ja angeblich hören, wie er auf einen zuläuft. Ja, habe ich auch gehört. Habe ich auch gehört. Okay. Das Tippeln. Wurde dann ja lauter. Dann wusste ich, das ist irgendwie hinter mir. Dann habe ich mich wieder bewegt und dann war Ende. Okay. Boah. Hier raschelt wieder alles. Also ich muss sagen, für eine Demo hat er echt viel Mühe reingesteckt. Ja, ist auf jeden Fall cool geworden. Muss ich sagen. Und wenn irgendwer da draußen Oculus Rift zu verschenken hat, bitte schicken. Ich will es gerne mit Oculus. Genau, mit Oculus Rift würde ich es gerne mal spielen. Oh Gott, ich glaube da. Nee, ich würde mich, glaube ich, gar nicht trauen. Hier. Ich höre noch mal links hier. Ah, der Sack. Und rennen soll man am besten gar nicht dann, ja? Also. Nee, eigentlich nicht. Aber steht ja ganz am Anfang im Titelbild drin, dass du dich leise bewegen sollst, ne? Ja, und ich renne mich laut, naja. Genau. Ich habe immer Angst, dass wenn es raschelt und ich dann noch ein, zwei Schritte gehe, dass er dann trotzdem kommt. Ja, wahrscheinlich bin ich auch zu reaktionsträge gerade gewesen. Das ist echt, boah. Aber es soll ja, glaube ich, noch was für Pineville Drive kommen, ne? Ach ja, ehrlich? Ja, aber jetzt nicht so spielmäßig, sondern wenn man es durchgespielt hat, halt nochmal so eine Art Bonus. Oh. Ich weiß nicht, wann er es macht. Er hat da mal was erwähnt gehabt. Mehr möchte ich eigentlich jetzt auch nicht hier in der Öffentlichkeit verraten. Das ist ein Ärger krieg. Aber es wird auf jeden Fall noch was kommen, wie es halt mitbekommen hat. Sehr geil. Hat er dir nichts erzählt? Ah, nichts? Nee, weiß ich nicht. Oh. Ja, ich war ja auch hart beschäftigt in den letzten Tagen. Okay. Da war ich abends eigentlich gar nicht online. Bist aber komisch immer in Steam online, ne? Achso, ja, der Rechner ist halt immer an und ich. Auch wenn ich nicht da bin. Ja, ich render ja mit GUI manchmal. Also von Adobe Premiere Elements über einen Frame-Server dann mit GUI und da kann ich dann sagen, wenn du fertig bist, schalten. Gleich hat er mich wieder. Ah, oh, hat er dich wieder? Nee, gleich, ich höre nur doch. Ja, schlecht. Gott, ich bin immer noch nicht am Ende. Ja, wisst ihr, jetzt hatte ich die Vogelscheuche bewegt, habe ich gesehen den Kopf. Ja, das ist gemein. Was halt wirklich richtig mies war, war die Steinkatze, die auf einmal weg war an dem Tag mit dem Telefon. Okay. Ah, Achso. Ja, geil. Ja. Das habe ich nicht mitbekommen, okay. Was hältst du davon, wenn ich noch so lange zocke, bis ich drauf gehe? Ich bin an der Vogelscheuche aber erst vorbei. Ich warte hier. Okay. Schau das schöne Pineview-Bild an. Könnt eigentlich mal ein Thumbnail machen. Oder so ein Bild. Ich will auch so Pineview Drive. Verdammt. Okay, jetzt ist erstmal wieder gar nichts. Okay. ich bin froh, dass ich durch hab. Ey, das gibt's doch nicht, dass ich das Scheiße nicht schaffe, Alter. Ich bin übrigens jetzt mal rechts die Weggabelung lang gegangen. Mhm. Dann links. Da ist diese. Oh, Alter. Ja. Ich höre doch rascheln, gleich bin ich wieder dran. Nicht schon wieder. Doch, er hat mich. Ich bin zu lange stehen geblieben. Alles klar, man sieht auf jeden Fall das Ende bei Dominator LP. Also, wenn er das Ende jetzt sehen will, bei mir gerade guckt, schaltet bei Dominator rein. Genau. Und guckt da rein. Game over. Ich laufe da mal durch. Okay, dann gehe ich nochmal so lange kurz ins Spiel rein, damit man ein bisschen was sieht hier. Oh je, oh je, oh je.
Das war was. Bist du durch jetzt? Richtig? Ja, ja, ich bin durch. Alles klar. Ja, also mir hat Spaß gemacht. Wunderbar. Hat echt Fun gemacht. War gut. Dann danke fürs gemeinsame Spielen, ne? Ja, danke. Ich danke auch. Du bist ja auf mich zugekommen. Kanal findet ihr unten in der Beschreibung bei mir. Ich denke mal, dass du meinen Kanal auch bei dir in die Beschreibung packst. Richtig. Ja? Genau, und kommt auch dann mit rein. Könnt ihr ja mal gucken, wie er stirbt oder wie ich sterb. Und ja. Du wolltest ja meine Webcam haben, ne? Genau, also genau. Ich weiß nicht, ob du das auch machen möchtest, aber ich werde ja, auf jeden Fall. Gut, dann seht ihr uns beide bei beiden und aber genau. Aus verschiedenen Sichten dann. Okay, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zu einem der nächsten Projekte. Jawohl, und, danke. Ja. Möchtest du noch was sagen? Ja, nö. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.